Möchtest du einmal erleben, wie Frauen dankbar dafür sind, in deiner Nähe zu sein? Wie sie sich langsam immer und immer wohler bei dir fühlt, die sexuelle Spannung ansteigt und sie dich dabei sogar unterstützen wird, sie zu verführen? Die Technik, die ich dir gleich beibringen werde, ist nicht leicht, aber sie wird ungelogen dein Leben verändern. Denn kaum einer traut sich das. Die Technik, von der ich rede, ist: sprich den Elefanten im Raum an. Die meisten Menschen sind zu vorsichtig. Und aus dieser Vorsicht wird Angst. Und aufgrund dieser Angst äußern wir nicht mehr unsere Bedürfnisse. Wir Menschen haben ein Problem damit, die Wahrheit offen und ehrlich auszusprechen. Wenn du ein zuverlässiger Mann bist, der sich aber noch zurückhält, dann wird dir das gefallen. Dabei ist es einfacher, als wir denken, die Wahrheit auszusprechen und dabei auf einen Schlag der attraktivste im Raum zu werden. Ganz egal, wie wir dabei aussehen oder wie wir uns innerlich fühlen. Und der Trick ist ganz einfach. Der Elefant im Raum ist das Unausgesprochene in einer Situation. Das, was keiner aussprechen will, aber jeder weiß. Was ist so eine typische Situation, wo es einen Elefanten im Raum gibt? Der Klassiker ist, wenn jemand gefurzt hat. Oder jeder kennt die witzige Situation, du unterhältst dich mit jemandem, ihr verabschiedet euch und dann gehst du deinen Weg. Und merkst dabei, oh, wir gehen ja anscheinend denselben Weg. Und du müsstest dich theoretisch an der Kreuzung wieder verabschieden. Sowas kommt uns immer komisch und merkwürdig vor. Aber nur, weil keiner den Elefanten im Raum anspricht. Oh, jetzt haben wir ja doch denselben Weg. Okay, dann verabschieden wir uns gleich einfach nochmal, oder? Eine andere Situation. Du erzählst einen Witz und keiner um dich herum lacht. Was machst du jetzt? Meine Ex-Freundin hat in diesen Situationen immer so cool gesagt: nicht witzig? Aber das Beste kommt erst noch. In diesem Video bekommst du 3 Beispiele, wie du mit dieser empathischen Technik die Frau, die du magst, ansprechen, sogar küssen und verführen kannst. Was sind noch so typische Situationen? Schreib sie mir gerne in die Kommentare. Ich bin mir sicher, du kommst noch auf einige witzige, an die ich nicht gedacht habe. Und was können wir damit alles anstellen? Den Elefanten im Raum anzusprechen, lockert dein Gegenüber auf. Es zeigt, dass du nicht ängstlich bist, sondern sogar sozial ziemlich clever. Dass du das Geschehen durchschaust und eine Vogelperspektive einnehmen kannst. Es zeigt, dass du dich in sie hineinversetzen kannst und damit fühlt sie sich abgeholt. Wenn wir mehr versuchen, den anderen zu verstehen, anstatt ihn oder sie abzustempeln, dann gäbe es viele der Konflikte, die wir heutzutage leider sehen, vielleicht nicht mehr. Empathie bringt uns zusammen. Eine weitere Stärke, den Elefanten im Raum anzusprechen, ist: es ist ehrlich. Du musst kein Arsch sein oder sie ins Bett tricksen. Du kannst wortwörtlich mit der Wahrheit ihr dabei helfen, sich bei dir besser fallen zu lassen. Das ist die Wirkung von echter Empathie. Konkret, sagen wir, du schreibst mit einer Frau und möchtest den Ball ins Rollen bringen. Du willst dich mit ihr verabreden. Auch wenn es so viel Spaß macht, ich glaube, keiner von uns möchte ewig hin und her schreiben. Ich rufe dich später an. Wenn du nicht solche Impulse setzt, passiert meist gar nichts. Ihr haltet euch vielleicht gerade jetzt in so einem Gefängnis aus Höflichkeit gefangen. Ein Kunde von mir hat genau diese Erfahrung gemacht. Und von den 3 Dates, die ich jetzt hatte, war es immer so, ich war noch nicht zu Hause. Und die Nachricht kam von den Frauen, dass sie mich gern wiedersehen wollten. Und das finde ich natürlich auch geil, ne? Nachdem ich das erste Mal Sex wieder hatte nach langer Zeit, wir haben auch 4 Sex. Ja, also das ist schon ziemlich cool. Es ist jetzt im Moment so, dass ich würde jetzt sagen, so über den Daumen 6 Chats habe, die richtig gut laufen. Und ich habe auch für mich so das Gefühl, mehr Akzeptanz für mich wiederzufinden. Klick hier, wenn du dich für das kostenlose Beratungsgespräch mit mir informieren möchtest. So, wenn du sie zum Beispiel das erste Mal irgendwo siehst, aber nicht weißt, was du sagen sollst, dann sprich den Elefanten im Raum an. Diese süße, wunderschöne Frau, die dir ab und zu oder immer öfter begegnet, würde diesen kleinen, mutigen Schritt sehr schätzen. In so einer Situation kannst du den Elefanten ansprechen, indem du sagst: ey, mir ist klar, dass es ganz schön komisch sein muss, so angequatscht zu werden. Aber ich musste einfach Hallo sagen. Ich bin Andi. Hi. Und was sagen wir zum Beispiel, wenn wir sie später küssen möchten? Ihr habt einen tollen Abend miteinander verbracht. Sie scheint eine interessante Person zu sein und ihr schaut euch gegenseitig erwartungsvoll an. Du hast es schon erraten. Sprich den Elefanten im Raum an. Weißt du was? Das ist gerade wie einer dieser Momente im Film,
wo der Kerl sich nicht traut, sie zu küssen. Eine Frau, die ich nie vergessen werde, hat mir darauf einmal geantwortet, tu es doch einfach. Wenn sie dich mag und davon kannst du jetzt ausgehen, dann wird sie dir dabei helfen. Verführung ist kein einzelner Prozess. Das machen wir gemeinsam. Und für den Fall, dass sie dich abweisen sollte, kannst du immer noch sagen, du hast völlig recht, ich finde, das wäre viel zu früh. Wenn dieser Prozess einmal angestoßen ist, dann spürst du, dass Verführung gar nicht so kompliziert ist. Es fließt dann einfach. Lass sie ein Teil dieses Films sein, den sie schon tausendmal gesehen hat und immer gewünscht hat, diese Frau im Film zu sein. Erlaube es ihr, sich mit dir frei zu entfalten. Können wir uns vorstellen, was ihre Ängste, ihre Wünsche und ihre Fantasien sind? Vielleicht hat sie grundsätzlich Zweifel, ob sie genug für andere ist. So wie du und ich manchmal auch. Und darum ist die Empathie, die wir ihr jetzt entgegenbringen, so wichtig, dass wir sie auch uns selber öfter entgegenbringen. Also vergiss nicht, du bist wertvoll und du wirst geliebt. Wenn du mehr Sätze bekommen möchtest, die sie völlig hin und weg von dir machen wird, dann habe ich ein paar richtig schöne Beispiele für dich. Dazu brauchst du nichts weiter als dieses Video.